Ja, ich weiß, du siehst diese Nachrichten, du antwortest nicht. Willst du bitte einfach aufhören, Videos gegen mich zu machen? Dankeschön. Ey, Lejanko, wir warten auf dich. Ja. Ey, dankeschön für den geilen Abend, ja. Kein Problem. Irgendwer hat da immer Geld gegeben. Die haben sich getroffen, der hat dir immer Geld gegeben. Der hat dir doch die Haare bezahlt und sowas. Der hat dir schon viel gegeben. Ja, aber hatten nichts. Der hat nur ein bisschen angefasst und so, aber die hatten nichts. Ey, Lejanko, wir warten auf dich. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, wir haben jetzt gerade hier fast 4 Uhr morgens und ich drehe dieses Video. Ja, nee, wir müssen das Video heute um 19 Uhr hochladen. Also an die Person, die ich jetzt gleich hier in diesem Video erwähnen werde, ihr könnt froh sein, dass wir jetzt gerade 4 Uhr morgens haben. Meine Familie ist am Schlafen. Ja, das heißt, ich kann hier keine Sachen durch die Gegend werfen oder ich kann hier jetzt nicht irgendwie laut rumschreien. Habt auf jeden Fall Glück gehabt, denn ihr habt gerade einen schlafenden Löwen geweckt. Ich lasse mich nicht von euch verarschen, ja? Und jetzt fängt's erst richtig an, ja? Ilginai, versuch's mich erst richtig zu... Ja, zusammen mit deinen Lustknaben Bad Boy Boo. Hab gesehen, dass das nicht durchgeht mit euren Falschaussagen. Hab gesehen, dass das nicht durchging. Dann versuchst du über deine Mutter, ja, mir eine Strafe reinzudrücken, weil deine Mutter irgendwo ein hohes Tier ist. Erstmal schöne Grüße an die Mutter, ne? Sie haben auf jeden Fall die Erziehung verkackt. Es ist nur die Wahrheit. Natürlich, alles, was wir in diesem Video sagen, dient nur zur Unterhaltung. Es ist Spaß, es ist nur Humor. Lüge! Walla, ihr wolltet es so, ihr bekommt es genauso, wie ihr es haben möchtet, ja? Erst rumheulen, Sprachnotizen mir schicken, ja, dass ich aufhören soll, dich zu erwähnen. Jetzt erwähnst du mich andauernd immer wieder, weil du wieder ein bisschen Aufmerksamkeit brauchst, ne? Du ADS-Kind, was los? Ich dachte, du wolltest jetzt anfangen zu beten. Ich fange jetzt auch an zu beten, Leute, wollte ich auch sagen. Ich bin sehr stolz auf mich. Okay. Ich dachte, du wolltest jetzt anfangen, deine Religion ernst zu nehmen. Guck mal, wenn du Sachen sagst, öffentlich, dann steh auch dahinter. Wenn du diese Sachen nur sagst, um irgendwie in der Öffentlichkeit besser dazustehen, vertrau mir, das ist noch eine größere Sünde. Egal, aber wer bin ich denn schon, dass ich darüber spreche? Bin hier irgendwie nicht fehlerfrei, keiner von uns ist hier fehlerfrei, aber wir labern auch nicht so eine Scheiße wie du, Ilginai, ne? Du sollst dich schämen, nutzt unsere Religion aus, damit du dein Gesicht waschen kannst. Währenddessen, keine Ahnung, bist du in irgendwelchen Clubs, twerkst, verkaufst dein Gött für 30 Euro, ja? Und das ist hier nicht gelogen. Walla, wenn ich dich sehe, ich krieg Fremdscham, ich sag dir ehrlich. Aber kommen wir mal gleich zu dir, ja? Oh, warte ab, ich schwör's dir. Bleib von Anfang zum Ende am Start, lass auch auf jeden Fall schon mal ein Like da, ballert die Kommentare voll. Ja, ich möchte auf jeden Fall bei diesem Video sehen, wie krass ihr mich supportet, ja? Weil ich nehme diese Sache jetzt ernst. Reicht, Walla, reicht. Ich habe die ganze Zeit die Unterhaltung hin, Unterhaltung her gemacht, aber irgendwann reicht auch meiner Creme so. Wer seid ihr, Lan? Wer seid ihr? Ihr bettelt nach Aufmerksamkeit, ihr bekommt dann diese Aufmerksamkeit, dann rennt ihr aber zu den Amjas und heult rum. Ja, ne, was denn jetzt, meiner Creme? Auf jeden Fall, Sarah GBS ist neuer Freund, ne? Angeblich wartet er auf mich im Hotel. Walla, der Arme weiß von nichts Bescheid. Ihr erfindet irgendwelche Gerüchte. Sie hat angeblich einen neuen Freund, hat ein Video mit dem gedreht und schon lädt ihr das hoch. Die denkt wirklich, die sind verlobt, meiner Creme. Sie sind nicht verlobt. Ein Mädchen, was mit ihm sehr, sehr gut ist, hat sich bei mir gemeldet. Und ja, alles mit Belegen, gar keine Sorge. Ja, ich zeige hier keine Sachen, die nicht stimmen. Gönnt euch einfach selbst. Tala, die ist mit jedem so. Die ist mit jedem so. Die ist immer so, wenn die draußen ist. Ja. Die ist immer so. Einmal, weißt du, was passiert ist? Die war so zu Typen. Und die war halt die ganze Zeit frech, ne? Und dann, die haben uns im Wald rausgelassen wegen der Jungen. Die so, tut mir leid für dich, Jenny und so, ne? Aber können wir uns nicht geben. Junge, egal. So, was ist denn nach diesem Video passiert? Sarah GBS ist durchgedreht und hat diesem Mädchen geschrieben. Und was hat sie ihr geschickt? Natürlich wieder voll die Psycho-Sprachnachricht, ne? Gib durch. Was bist du für eine Kleidung? Leute, ich will das jetzt alles hier nicht vorlesen. Falls ihr wirklich wissen wollt, was da abgeht, könnt ihr ja gerne einfach mal pausieren und euch selbst mal durchlesen. So, man merkt auf jeden Fall, das Mädchen ist krank, ja? Also Sarah GBS ist krank, ja, nee, das ist ja nichts Neues. Das Trio ist auf jeden Fall zurück, ne? Sarah GBS, Bad Boy Peach Boo und Barbie Kach Ilginai. So, die drei haben sich wieder fusioniert und drehen wieder Videos zusammen. Ey, was anderes haben wir eh nicht erwartet, ne? Wallah haram. Ja, ne, Wallah haram für den Jungen. Ey, an dich, wir sind voll mit dir alle, ha. Wir wissen jetzt, was auf dich zukommt. Denn du bist am Arsch. Dieses Mädchen wird dein Leben zur Hölle machen. So wie das auch bei Sammy gemacht hat und bei Anis. Wallah, Anis bis heute, der hat ein Trauma, der Arme. Ich schwör's dir. Bruder, dieses Mädchen geht über Leichen. Und das war der größte Fehler deines Lebens, dass du überhaupt mit ihr ein Wort ausgetauscht hast. Die wird dein Leben sowas von f***en, Bruder. Ja, ne, tust mir leid, ich schwör bei Gott. Ja, ne, ich wünsche dir auf jeden Fall für diese folgende Zeit sehr, sehr viel Kraft, mein Bruder. Denn diese Zeit wird jetzt nicht einfach. Und ihr habt ja gemerkt, dass der Typ nicht mal was von ihr wollte. Ja, sie klebt ja immer bei diesen ganzen Jungs am Arsch, ja, und denk wirklich dann, die sind verlobt. Sarah, komm, ich sag dir mal eine Sache, du ADS-Kind. Geh mal in die Schule, mach deinen Abschluss, ja, und kümmere dich erstmal um deine Zukunft, bevor du hier versuchst, dich mit irgendwen zu verloben, Amen Akim. Du bist noch nicht mal in der Lage, mit einem Menschen zu kommunizieren. Das Einzige, was du machen kannst, ist hier Nase ziehen, ja, zusammen mit Barbie Ilginai. Und wenn wir hier reden von Nase ziehen reden, ne, so, ich mach hier keinen Spaß, wenn ich das sage, dann stimmt das auch wirklich. Natürlich hier wie mein Nasenspray, ne. Auf jeden Fall, ja, doch so viel, das Weiße zu ziehen, ne. Es dreht sich schon weiter. Alles dreht sich um Bader, Bader.
Vor allem in so einem Alter, Alan, euer Gehirn wächst noch. Seid ihr bescheuert oder was? Wisst ihr, was das bei euch für einen Schaden verursachen kann? Vor allem, ihr wächst noch, euer Gehirn wächst auch noch. In so einem Alter seid ihr bescheuert oder was? Aber normal, ne? Wenn man mit einem Bad Boy Peach Boo abhängt, der Alkohol klärt für eine Sache GBS, damit die im Hotel sich voll besoffen können, wie Junkies. Was erwartet man denn von denen? Einfach Peach-Kinder, was soll ich euch sagen, Mann? Yani, er chillt immer noch mit Kindern in Hotels. Lan Bad Boy Peach Boo, du wirst nie lernen, hä? Soll ich mal deinen Vater besuchen gehen, in seiner Pizzeria und denen die Videos zeigen? Ich bin mal wirklich gespannt, was er dazu sagen wird. Denn ich glaube nicht, dass er hinter so einer Sache steht. Ihr wisst, was ich meine, so. Der Typ ist auch Südländer. Yani, ich weiß ja, wie die ticken, so. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, sein Vater weiß davon nicht Bescheid, Digga. Ich glaube, der Vater weiß gar nicht, was er im Internet macht. Soll ich ihm mal sagen, wie alt dieses Mädchen ist? Wie oft du im Hotel dich mit solchen Menschen vollsäufst? Ekelhafter Mensch, du. Besorgst denen Dann bist du bescheuert oder was? Du machst dich damit strafbar, ja? Wie kannst du zu den Amjas rennen und Leute anzeigen, obwohl du selbst ein Straftäter bist? Wie geht das? Yani, man merkt auf jeden Fall, die sind wieder drauf, bisschen, ne? Wenn es um dich geht, werde ich es in jedem Video erwähnen. Wann willst du den Leuten mal dein wahres Gesicht zeigen? Bad Boy Peach Boo. Erzähl mal, dass du auf sowas stehst. Erzähl mal, dass du auf sowas stehst. Ist doch nicht schlimm, wir leben im Jahr 2022. Excuse me. Ja, ich meine das ernst, es ist doch gar nicht schlimm. Sei aber wenigstens ehrlich zu deiner Community. Welche Community denn, aber da kommen deine Insta-Abonnenten sind alle gekauft. Ich schwöre auf alles sogar. Du hast vielleicht 3000 echte Follower, aber mehr auch nicht. Der Rest ist gekauft. So wie Barbie Gina ihre Follower gekauft hat. Lamballa, ich schwöre auf alles. Aller lieber habe ich 10 Zuschauer, aber ich weiß, dass diese 10 Zuschauer echt sind. Anstatt irgendwie 100.000 und davon 98% fake sind, Amanakoy. Du verarschst dich doch nur selber. Weil er lebt in einer Blase, er denkt wirklich, er ist ein Superstar. Mann, du bist ein Fan von 24/7, Amanakoy. Mehr bist du nicht, Mann. Du bist kein Superstar. Der Typ ist ein Nonosch, Mann. 100%. 100 Millionen Prozent. Ist auch nicht schlimm. Nein, sei ein Nonosch. Ist ja nicht schlimm. Weiß ich nicht, ich muss das. Walla Billa Gänsehaut. Walla, wie cringe. Einfach so abartig, Digga. So einfach eklig, Bruder. Walla, man kann sich sowas nicht geben. Wer sich sowas freiwillig geben kann, Respekt, Digga. Ehrlich, Respekt. Man sieht auf jeden Fall, die sind sich da am Vollsaufen. Man sieht auf jeden Fall, der Bad Boy ist ja richtig Alkilan. Kommst du auf irgendetwas nicht klar, Alter? Hast du irgendwelche Probleme? Red doch offen. Red doch mit deinen Zuschauern offen über deine Probleme. Ich kenne deine Probleme. Aber ich bin jetzt kein ekliger Mensch, der das irgendwie preisgibt. Aber pass auf, was du machst. Und pass auf, was du in der Öffentlichkeit sagst. Denn es gibt Menschen, die reagieren da ganz, ganz anders, mein Freund. Und vertrau mir. Vertrau mir, mich möchtest du nicht als Feind haben. Weißt du auch ganz genau, zu was wir in der Lage sind. So, ich will jetzt hier niemanden drohen oder so, um Gottes Willen, das war auch keine Bedrohung. Alles, was wir in diesem Video sagen, dient nur zur Unterhaltung. Ist nur Spaß, ist nur Humor. Leck doch einfach meine Eier. Leute, wir trinken jetzt alle auf eine Person. Ja. A, B, C, Salo, Zeit. Ich trinke Wasser. Ey, Lejanko, wir warten auf dich. Ey, Lejanko, wir warten auf dich. Deine Mutter wartet auf mich. Guck mal, Gina, ich sag dir jetzt eine Sache. Du versuchst mich hier wieder ein bisschen zu triggern, ne? Aber letztens hast du mir noch diese Sprachnotiz hier geschickt. Ja, ich weiß, du siehst diese Nachrichten, du antwortest nicht. Willst du bitte einfach aufhören, Videos gegen mich zu machen? Dankeschön. Hast du noch gebettelt, damit ich aufhöre, dich zu erwähnen, weil du angeblich deinen Lifestyle umändern möchtest und den geraden Weg gehen möchtest? Dann haben wir aufgehört, über dich zu sprechen, jetzt fängst du wieder an. Ja, nee, die markieren mich sogar in deren Stories, weißt du, was ich meine? Ja, nee, die wollen mich bewusst provozieren. Ja, nee, trinken auch noch Alk und wollen mich provozieren. Nee, ich provoziere gerade den Falschen. Was ist los, Ligina? Gehst du eigentlich noch zur Schule? Oder chillst du in Treppenhäusern und wartest auf Kunden? Erzähl mal, wo du landen wirst, wissen wir alle. Oder wo du schon gelandet bist, wissen wir alle. Nein, das hat ja auch schon dein Ex-Freund irgendwo bestätigt, auch öffentlich. Walla Bak, Ilginai, pass einfach auf. Pass einfach auf, was du machst. Pass auf deine Schritte auf. Ich sag nur eine Warnung, ne? So, ich meine das nur gut für dich, ne? Am Ende ist das Geheule groß hier und dann, ja, ist es schon zu spät. Abwarten und Chai trinken. Lejanko, wir warten auf dich. Sip, der geht leider, Amenakoyim. Dann dein Gott ist verhandelbar, Amenakoyim. Denk mal nach. Die ist einfach 30 Euro Verhandlungsbasis. Ich schwör's euch. Dann selbst mein Cousin war einmal drin. Weißt du, was ich meine? Auch ignoriert und so nach der ganzen Sache. Deshalb darf ich jetzt auch eigentlich erzählen, was hier passiert ist. Und da hat er auf Snapchat angerufen und so. Und dann war der halt in der Toilette bei Engel zu Hause. Und dann hat er mit mir geredet und meinte, so, wenn was ist, kannst du dich gerne immer melden und so, dies und das. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dankeschön. Und danach, wir haben einfach nur über normale Sachen geredet. Und ganz normale Sachen, wirklich ganz, ganz normale Sachen. Und dann ist er da und ist auf Toilette und holt sein Dings raus. Nein! Und dann, macht er so,
Ich schwöre auf Koran, ich schwöre auf kleine Nein. Das kommt so auch vor. Warte, dann kleine perverse Hundesohn, niemals. Daniel, dass Igli Schröder ein komischer ist, das wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Warum kritisiert hier keiner eine Sarah GBS? Warum redet hier keiner darüber, was Sarah GBS gemacht hat? Tamam Igli ist ein Peach. Ja, Tamam Igli ist ein falscher Fufi. Wir brauchen gar nicht über diesen Typen reden. Ekelhaft. Aber warum redet hier keiner über Sarah GBS? Warum sagt hier keiner, ey, das, was du gemacht hast, ist auch falsch? Aber er ist ein Teufel. Aber sie ist genauso schlimm. Wenn nicht, sie nur sogar noch schlimmer. Denn sie hat Geld von ihm genommen. Sie hat Geld von ihm genommen, offiziell. Dann sagt er zu mir, also er wusste, wie alt ich bin, ja, ich kann dich auch finanziell unterstützen und so. Ich so, nee, brauchst du nicht. Und danach habe ich gesagt, der macht das doch so oder so, ob er es jetzt bei mir oder bei Ilgenay macht. Danach hat er mir, habe ich ihm mal mein Online-Banking, also mein IBAN gesendet. Danach hat er mir einfach mal Geld überwiesen, weil es nicht so viel, aber ich habe auch nichts gemacht. Und danach hat er mich halt runtergeschickt und so. Und das fand ich jetzt nicht so cool, weil ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ungeschminkt und so, ich weiß nicht, irgendwie toll aus. Was geht hier ab? Aber ja, meine Freunde, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von dieser ganzen Geschichte? Tamam, Iglisen, ich will gar nicht über Igli reden, weil ich krieg schon Hass, ne? Wisst ihr, was ich meine? Aber warum redet ihr keine über Sarah? Was ist das auch für ein Argument, ja? Wenn er das nicht bei mir macht, macht er das ja eh bei Ilgenay. Alle, ihr seid alle käuflich. Diese TikToker sind käuflich. Also guck mal jetzt, Sarah und Ilgenay, ne? Ich sag euch ehrlich, an die Red Light, ne? Ihr wisst, was ich meine? Und ihr, kein Unterschied. Sogar Red Light ist günstiger als ihr, wisst ihr, was ich meine? Ihr macht auch noch auf Edel. Ich will jetzt nicht darüber sprechen. Alle, ihr seid ekelhaft, Mann. Ihr seid Upturn, Mann. Alle, wie wollt ihr später in den Spiegel schauen? Wie wollt ihr später euren Kindern das erklären? Wie wollt ihr das machen? An Ilgenay, Walla, vor allem die. Wie willst du das später vor deinen Kindern rechtfertigen? Erzähl mal. Einfach nur abtönen. Ekelhaft, Alter, Walla. Aber das ist ja auch ein bisschen länger her, so 3-4 Monate her. Okay, da warst du, da hattest du noch nicht Geburtstag, ne? Nee, da war ich noch nicht. Wenn du jetzt 18 Minuten alt bist. Das ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Nein, Amenachim, nur ein 60-Jähriger hat auf dein Gesicht Töbe, Staffrola, lass gar nicht darüber sprechen, weil er einfach nur abtönt, ekelhaft. Vor allem diese Ilgenay, die braucht gar nicht so zu tun. Wisst ihr, wie viel Geld sie von ihm genommen hat? Die hat sich von ihm anfassen lassen für Para. Denn er hat das jetzt einen Unterschied zwischen Red Light und die? Nein, Bruder. Offiziell, Ilgenay ist eine Bruder. Sorry, aber es ist die Wahrheit. Das meinen wir ja auch nicht böse, ne? Das ist ja auch mittlerweile ein anerkannter Job, oder? Ilgenay? So. Ich hoffe für dich, dass du das wenigstens angemeldet hast, dass du auch wirklich eine die bist. Hey, mittlerweile, ey, excuse me, wir leben im Jahr 2022. Wenn du moralisch damit klarkommst, dann mach das, bitteschön. Aber mach dann bitte nicht einen auf, anständig, ich habe jetzt angefangen zu beten. Ich fange jetzt auch an zu beten, Leute, wollte ich auch sagen, ich bin sehr stolz auf mich. Okay. Und das machst du schon seit 1-2 Jahren. Du bist einfach nur ein Blender. Du bist ekelhaft, Mann. Was soll man dazu noch sagen? Natürlich, alles, was wir in diesem Video sagen, ist nur Spaß, ist nur Humor, ne? Und diese Personen sind einfach nur Schauspieler. Ich schwöre auf alles, mich kurz hochgekommen. Ha? Ich habe vorhin noch Ichli-Köfte gegessen auch noch. Ja, nee, ihr wisst, Ichli-Köfte, Feierabend, Bruder. Dein Magen macht Breakdance rückwärts. Aber muss jetzt nicht sein. Was ich ist nicht schlimm. Junge, der also ist doch ein Psychopath, ich find's jetzt nicht. Genau so, der Mann. Du weißt, dass du denn anzeigen kannst, ne? Ey, Walla, Sarah, sei du ganz leise, Sarita. Sei du ganz leise, Lamm. Du warst mit denen im Hotel in Hamburg. Walla, du warst mit denen im Hotel in Hamburg. Dann bist du sogar noch von Hamburg nach Berlin mit ihm. Denk nicht, dass ich nichts weiß. Ich weiß viel mehr, als du denkst, was da im Hotel abging. Ich will das jetzt hier nicht ansprechen. Aber das könnt ihr euch wahrscheinlich selbst denken, oder? Ja, die waren ja sogar zusammen live. Waren zusammen live. Er saß da mit Bademantel am Nacken. Lamm, du saßt da mit einem 50-, 60-Jährigen im Bademantel in einem Hotel. Wann willst du mir sagen, du bist nicht käuflich? Du hast sogar in einem Livestream mal zugegeben, dass du dafür Geld bekommen hast. Hey, Walla, was ist das, Land? Ist das normal? Ja, ne, habt ihr keine Eltern? Aber nachher, die kriegen Geld dafür. Ja, ne, das ist doch schon, ja, ne, geben und nehmen, oder nicht? Ich sag euch ehrlich, ihr seid irgendwo selbst schuld. Sarah Schmarita, du bist irgendwo selbst schuld, weil ihr seid käuflich. Wie kann man so käuflich sein, Name nachher? Walla, Tamam, Iglisen, ich will nicht doch. Walla, ich kann nicht über den reden, Walla, und krieg Aggression. Igli ist ein komischer Vogel, ja? Safe, sind wir alle einer Meinung. Aber was ist denn mit den Weibern hier? Ilgenay, Sarah GBS, Sarah Schmarita. Denn ihr verkauft euch für Geld. Warum redet da keiner rüber? Walla, ich will jetzt eure Meinung in den Kommentaren lesen. Schreibt eure Meinung jetzt in die Kommentare. Walla, ich lese mir die Kommentare durch. Ilgenay, ich hab doch dafür Geld bekommen. Aber er hat echt angefangen zu ignorieren, nachdem ich ihn mal ein bisschen nach mehr gefragt habe. Da dachte ich mir, Pech. Was für Pech, Lana, meine Koyim. Normal gibt er dir nicht mehr Geld. Warum denn auch? Für was denn? Töbe, Staffler, wie kann man so einem Wesen überhaupt Geld geben für sowas? Kann man überhaupt Geld für sowas ausgeben, Alter? So, vor allem für euch. Junge, es gibt so schöne Dinge auf dieser Welt. Man kann so schöne Dinge tun. Aber nein, da gibt's so ein Igli, da gibt's auch noch ganz, ganz viele andere kranke Menschen, die haben solche Fetische. Die bezahlen jemanden dafür, damit sie, keine Ahnung, Tschach-Tschach auf die machen können. Wisst ihr, wie schwierig? Upturn, ekelhaft, Digga. Vor allem TikTokerinnen sind krass, Mann. Die lassen das auch noch zu. Eine offizielle
Der hat kein Geld mehr. Irgendwer hat der immer Geld gegeben. Irgendwer hat der immer Geld gegeben. Die haben mich getroffen, der hat dir immer Geld gegeben. Wie alt ist die? Irgendwer ist zu dieser Zeit 17 gewesen, jetzt 18. Und wie viele haben die bekommen? So, Digga, wer trifft sich freiwillig mit Igni, ja? Der hat dir doch die Haare bezahlt und so. Also der hat dir schon viel gegeben. Er hat dir die Haare bezahlt? Nein. Ey Leute, das stimmt wirklich. Igli hat ihr die Haare bezahlt. Und ein paar Klamotten. Und dann noch, ja, durfte er links und rechts ein bisschen, ja, touchen, ne? Wie bei Touch ID damals, iPhone 6. Ich schwöre auf alles, kranke Welt. Jetzt mal schöne Grüße an die liebe Mama von Bob Ilgenay. Was halten Sie denn davon? Ist das die richtige Entscheidung, die Ihre Tochter da getroffen hat? Also ist es moralisch korrekt? Also finden Sie das auch moralisch richtig, was Ihre Tochter da getan hat? Dass sie sich wie eine benimmt und sich für Geld verkauft? Hören Sie auf, irgendwelche Filme auf mich zu machen. Bitte lassen Sie mich einfach in Ruhe. Ihre Tochter ist für diese ganzen Sachen selbst verantwortlich. Kommt einfach meine Eier lecken. Ich meine natürlich die Rühreier, ne? Von den Hühnern. Ja, aber hatten nix. Der hat die nur ein bisschen angefasst und so, aber die hatten nix. Die hatten nix, aber der hat die nur ein bisschen angefasst. Hört doch auf zu schwätzen, ich bitte euch, ja. Die hatten nix, der hat die nur ein bisschen angefasst. Aber nach meinem Sanki, das ist nicht schlimm genug. Alla, du, Alter, ekelhaft, Digga. Ich hab der Sarah gesagt, das reicht schon. Okay. Ich muss sonst nichts sagen. Also ja oder nein? Ich fokussiere mich lieber auf mich und auf meine wichtigen Sachen, weil die ganze Zeit finde ich auch feier, als feier mich auch immer und sage ich mal, okay, Sarah, du bist so lustig und so. Ich sage jetzt auch nicht, dass ich die bekannteste Person bin, aber ich würde schon sagen, ich bin die bekannteste Person auf ganz TikTok. Okay. Von meiner Altersklasse. Also so von 14 bis 18 bin ich auf jeden Fall die bekannteste Person aus ganz Deutschland. Ja, hallo, tamam, amana, beim der Britney Spears Mutter. Tamam, ey, Britney Spears ist ein Kelp. Sarah GBS ist der Superstar. Sarah GBS ist ein Superstar, wusstet ihr nicht? Leonardo DiCaprio hat keinen Oscar bekommen. Sarah GBS bekommt einen Oscar, wartet ab. 2022, die bekommt noch einen Oscar. Die bekommt noch einen Oscar, wartet ab. No fake. Ich frag mich, wo die das alles so rausziehen. Yani, wie kommen die darauf, dass sie ein Star sind, beziehungsweise dass sie die bekannteste Person sind? Yani, wo bist du die bekannteste Person? Yani, bist du stolz darauf, mit so einem Gesicht ein Star, beziehungsweise bekannt zu sein? Guck mal, es gibt einen Unterschied. Es gibt bekannt sein und es gibt beliebt sein. Die werdet niemals beliebt sein. Ja, bekannt werden kann jeder. Amanakoin baut Scheiße, ihr werdet bekannt. Seht ihr doch, Amanakoin. Beste Beispiele. Aber auf sowas ist niemand stolz, ja? Und ihr könnt euch damit auch nichts kaufen. Scheiße in der Unterhose der Gesellschaft. Punkt aus Ende. Also hast du einen Preis dafür bekommen, für dein Jahrgang? Nee, aber ich merke das jetzt auch gerade, weil zum Beispiel jetzt schreiben auch ganze Leute, ich liebe Sarah, ich liebe Sarah, ich liebe Sarah, ich liebe Sarah. Vielleicht meinen die Sarah Sarita. Leute, also es mögen bestimmt viele Sarah Sarita, aber komm, ich glaube, sie haben mich vermutet. Also Sarah Sarita nimmt ja so oder so keiner ernst, Sarah GW so oder so nicht. Leute, bitte tut selbst den Gefallen, ja? Lasst eure Kinder nicht zu viel an Handys. Sorgt einfach dafür, dass eure Kinder nicht so enden wie eine Sarah GBS. Walla, sonst ist die Jugend gefährdet. Es darf nicht noch eine Sarah GBS geben, sonst haben wir wirklich, dann ist wirklich Katastrophe. Das Risiko ist viel zu hoch, ja, dass es noch so eine wie Sarah GBS bald geben wird. Deswegen bitte lasst eure Kinder nicht so viel an TikTok, denn das schadet nur der Gesellschaft. Ich küsse doch eure Augen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ja. Ich will auf jeden Fall sehen, wie ihr das Video auseinander nimmt. Noch bin ich korrekt geblieben, aber das alles nur wegen dieser Uhrzeit. Wir haben jetzt mittlerweile fast 4:30 morgens. Bruder, ich muss um 9 Uhr aufstehen. Ja, ich muss jetzt noch das Video fertig schneiden. Ja, nee, das wird jetzt alles voller Stress. Diesen Stress nehme ich gerne in Kauf. Ilgenay, Bad Boy Peachboo, Sarah GBS, macht euch noch auf was gefasst, denn wir sind noch lange nicht zu Ende. Weihnachten steht ja auch noch vor der Tür. Wenn ich wollen würde, hätte ich jeden Tag ein Video über euch gedreht. Aber ich bin auch korrekt geblieben. Warten und Chai trinken. Einen schlafenden Löwen sollte man niemals wecken. Merkt euch das. Ja, stimmt, Lejanko hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Milli zwischen Bauch und Hosenboden.